Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Es ist Montag, der 16. November 2020, und das sind die Themen, die wir heute für Sie vorbereitet haben. Gastronomie. Droht mit einem weiteren Lockdown eine finanzielle Krise? Made in Schönebeck. Zusammen für einen wirtschaftsstarken Standort? Und modern denken. Startup-Unternehmen 3DCO Air stellt seine innovative Technik vor. Würden Sie gerne Dinge sehen, die Ihr normales Auge nicht erfassen kann? 3DCO Air aus Magdeburg macht das möglich. Wie? Das erfahren Sie jetzt.3DCO Air ist ein unglaublich toller Arbeitsplatz, weil man sich hier, man bekommt die Möglichkeit, sich zu entfalten und Teil von Innovationen zu sein und auch Teil von der Zukunft zu sein. Versteckt im Herzen Magdeburgs befindet sich eine der modernsten Firmen Sachsen-Anhalts, die 3DCO Air GmbH. Ich heiße Pauline Hollert und ich arbeite als Projektmanagerin bei 3DCO Air. Augmented Reality ist vielseitig einsetzbar. Doch 3DCO Air spezialisiert sich auf Bildung, Wartung und Service sowie Vertrieb und Marketing. Den Wartungsstand einer Maschine direkt auf dem Gerät erkennen und mit Echtzeitdaten ablesen. Bildung und Schulungsinhalte attraktiver und verständlicher gestalten mit Lehrbüchern, die 3D-Visualisierungen beinhalten. Messen neu erfinden, indem Sie große Maschinen ganz einfach mitnehmen können. Die patentierte Lösung von 3DCO Air macht es möglich, nicht transportable Maschinen oder Fahrzeuge in ein 3D-Modell umzuwandeln und mit einem QR-Code zu vereinigen. Die Kunden erhalten demnach eine schnelle und übersichtliche Lösung und erfahren neue Wege der Präsentation. VR und AR wird meistens tatsächlich zusammengesehen. Dabei ist das Interessante an AR, dass man Informationen über die reale Welt packt. Unser Vorteil ist, dass wir eine patentierte Technologie aufweisen. Das heißt, wir verbinden die Technologie der QR-Codes mit 3D-Visualisierung, machen daraus AR. Und der Vorteil ist, dass QR-Codes, es gibt unendlich viele QR-Codes. Die Leute wissen sofort, was sie eigentlich mit den QR-Codes machen müssen. Man muss es einfach scannen, kann die überall platzieren und dann hat man sein 3D-Modell in der realen Welt. Der Gründer und Geschäftsführer Daniel Andersson, ein gebürtiger Magdeburger, hat mit simpler Technologie und einem unausschöpfbaren Potenzial an QR-Codes den Grundstein für ein erfolgreiches System gelegt, welche der Modernisierung und Digitalisierung um Längen voraus ist. Somit ist dies nur der Anfang von etwas ganz Großem. Also ich glaube ganz fest an 3DCO Air und unsere Technologie. Und ich bin mir sicher, dass unser Unternehmen in 5 bis 10 Jahren zu einem der größten AI-Unternehmen weltweit zählen wird. Ja, und daher macht es mich stolz, dass so ein junges, innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen Sachsen-Anhalt und die Stadt Magdeburg vorantreibt. 3DCO Air. AR that simply works. Wir denken modern. Nicht nur Magdeburg hat innovative Firmen zu bieten, sondern auch Schönebeck. Welche das genau sind, das zeigen wir Ihnen jetzt. Thank you.
Nun gibt es wieder die Kurznachrichten aus der Region, wie immer kurz und kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit neuen Corona-Hilfen. Die Nachrichten werden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Nach intensiven Gesprächen innerhalb der Bundesregierung hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier jetzt weitere Hilfsprogramme für die Wirtschaft vorgestellt. Es zeichnet sich ab, wie die vom Bund angekündigten Hilfen für Unternehmen und Solo-Selbstständige für die Zeit des Teil-Lockdowns im November konkret ausgestaltet werden. Eine gute Nachricht ist, bei der Novemberhilfe sind alle Unternehmen antragsberechtigt, die ihren Geschäftsbetrieb aufgrund der Schließungsverordnung der Länder einstellen mussten. Auch Clubs, Diskotheken, Künstler, Veranstalter und Beherbergungsbetriebe. Mittelbar betroffene Unternehmen werden ebenfalls Anspruch auf eine Kostenpauschale haben. Der Bund hat zudem eine schnelle Auszahlung der Hilfen ab Ende November in Aussicht gestellt. Antragstellung und Auszahlung sollen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums voll elektronisch über die Plattform überbrückungshilfe-unternehmen.de durch Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer erfolgen. Damit die Hilfen schnell ausgezahlt werden, haben sich Bund und Länder auf Abschlagszahlungen verständigt. Solo-Selbstständige erhalten einen Abschlag von bis zu 5.000 Euro, andere Unternehmen bis zu 10.000 Euro. Bis zur Billigkeitsleistung von 5.000 Euro sollen Solo-Selbstständige direkt antragsberechtigt sein. Am heutigen Volkstrauertag wird den Gefallenen aller Nationen beider Weltkriege gedacht. Es wird mahnend an die Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. In Schönebeck legten Oberbürgermeister Bert Knoblauch sowie Herbert Bohlmann, erster Vorsitzender des Sozialverbandes Deutschland in Schönebeck, jeweils einen Kranz auf dem Ostfriedhof nieder. Der Volkstrauertag ist sowohl zum Gedenken der Opfer beider Weltkriege als auch Mahnung für die nachfolgenden Generationen. Der Kalbenser Getränkehersteller Luponia feiert zu Beginn des Aprils sein 140-jähriges Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass besuchte Landrat Markus Bauer das Familienunternehmen und gratulierte herzlich dem Geschäftsführer Hans-Peter Franke. In diesem Rahmen übergab der Landrat eine Urkunde zum langen Bestehen der Firma. Die Lage im Salzlandkreis bleibt angespannt. Der Fachdienst Gesundheit des Salzlandkreises meldete am Freitag 11 Corona-Neuinfektionen, 3 davon aus Schönebeck. Der Inzidenzwert liegt weiterhin bei rund 58,9 und weiter über der kritischen Marke von 50. Das Rathaus in Kalbe meldet einen Corona-Fall bei einer Mitarbeiterin der Verwaltung. Auch eine weitere Mitarbeiterin musste sich daraufhin in Quarantäne begeben. Das Einwohnermeldeamt der Stadt Kalbe im Rathaus 1 ist daher bis auf Weiteres geschlossen. In dringenden Angelegenheiten können die Bürger das Rathaus 2 aufsuchen. Weitere Informationen zum Thema Corona finden Sie unter der Website salzlandkreis.de/corona. Nach einer Beratung hat sich die Lenkungsgruppe des Stadtseniorenrates der Stadt Schönebeck dazu entschieden, aufgrund der derzeitigen Lage in der Corona-Pandemie den Tag des Ehrenamtes, der am Montag, den 7. Dezember 2020 stattfinden sollte, nicht durchzuführen. Ein neuer Termin ist für Frühjahr 2021 avisiert, um dann die Feierlichkeiten nachzuholen. Jeder, der einen Vorschlag eingereicht hatte, wird schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt. Am Mittwoch traf sich die Arbeitsgruppe zum neuen Tourismuskonzept das erste Mal. Während der Auftaktveranstaltung gab die ausführende Firma Futur einen ersten Einblick in die Aufgabenliste der kommenden Wochen und Monate. Die Arbeitsgruppe ist bewusst fraktionsübergreifend gewählt worden, um von Beginn an alle Entscheidungsträger ins Boot zu holen, erklärte Wirtschaftsförderer Sven Ellert. In der ersten Runde sammelten die Stadträte gemeinsam mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch, Sibylle Schulz, Wolfgang Schulle und Stefan Groth erste Ideen. Weitere Gesprächsrunden werden folgen, bevor das Konzept gegen Ende 2021 vorgestellt werden soll. Heute wurde die neue Sanitäranlage auf dem Gelände des Heimattiergartens Bereberg in Schönebeck freigegeben. Aus klimaneutraler Sicht sowie aufgrund des hohen Verschleißes war ein Neubau notwendig. Die Baumaßnahme erstreckte sich von August bis November dieses Jahres. Mit dem Neubau können hygienische Vorschriften für die Besucher, in diesem Jahr werden es etwa 100.000 sein, eingehalten werden. Für die Benutzung wird ein Entgelt von 50 Cent erhoben. Diese werden für den Erhalt des hygienischen einwandfreien Zustands eingesetzt.
Da der Heimattiergarten keinen Eintritt erhebt, kommen die Einnahmen zudem im Wesentlichen dem Tierwohl zugute, damit die durchschnittlich mehr als 45.000 Besucher pro Jahr weiterhin ein schönes Erlebnis- und Ausflugsziel vorfinden. Bei der Ortsdurchfahrt durch Kalbe müssen Lkw nun nachts langsamer fahren. Wie die Straßenverkehrsbehörde des Salzlandkreises entschieden hat, wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von Fahrzeugen ab 3,5 Tonnen auf der Landstraße 65 innerorts auf 30 km in der Stunde gesenkt. Das neue Tempolimit für Lkw gilt zwischen 22 und 6 Uhr. In der kommenden Woche wird die Straßenmeisterei die neuen Verkehrsschilder anbringen. Wegen der nächtlichen Lärmbelästigung hatte es in Kalbe jahrelang Beschwerden und Diskussionen gegeben. Die Quarantäne ist eine Schutzmaßnahme und eine ungewohnte Situation. Sie kann auch eine familiäre Belastung sein, vor allem dann, wenn Kita und Schulbesuch ausgeschlossen sind und ein Elternteil zur Betreuung des Kindes zu Hause bleiben muss. Der Salzlandkreis möchte aufklären, informieren und zusätzlich helfen, sagt Landrat Markus Bauer. Zudem soll die Hotline entlastet werden. Der Fachdienst Gesundheit hat die Erklärungen und praktischen Hinweise zusammengefasst. Und nun werden die druckfrischen Flyer-Exemplare an die Kitas und Schulen und öffentlichen Einrichtungen verteilt. Der Flyer ist auch öffentlich auf der Homepage des Salzlandkreises verfügbar. Die Fahrbahn des Wacholderwegs im Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen wird erneuert. Daher kommt es von Montag, dem 16. November 2020, bis voraussichtlich Mittwoch, den 18. November 2020, zur Gesamtsperrung des Verkehrs. Die Zuwegung über die Magdeburger Straße wird gewährleistet. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Mit dem Inkrafttreten der 8. Eindämmungsverordnung schließt das Bürgerbüro im Stadtwerkehaus vorübergehend seine Türen für den unangemeldeten Publikumsverkehr. Ein persönliches Vorsprechen ist somit nur noch unter vorheriger Terminvereinbarung möglich. Zudem haben die Stadt Schönebeck und der Salzlandkreis wieder ihre Corona-Hotlines unter den eingeblendeten Nummern freigeschaltet. Besorgte Bürgerinnen und Bürger können hier täglich zwischen 9 und 15 Uhr ihre Fragen rund um das Coronavirus stellen. Am Montag, den 12. Oktober 2020, beginnen in Schönebeck die Arbeiten zur umfangreichen Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landstraße 51. Damit setzen wir eines der größten Vorhaben in der Elbestadt planmäßig fort, erklärte Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Wehbel vor Beginn der Baumaßnahme. Das Land investiert rund 1 Million Euro in das gemeinschaftliche Vorhaben mit der Stadt. Neben der Ertüchtigung der Magdeburger Straße werden auch Bushaltestellen und die Entwässerungsanlagen erneuert. Von Montag an bis Ende dieses Jahres wird zunächst der Kreisverkehr am Knoten Wilhelm-Dümling-Straße am Stremskram saniert. Auch die Bushaltestellen für rund 100.000 Euro, in dem sich anschließenden gut 1 Kilometer langen Bauabschnitt stadteinwärts, sollen noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Erst im nächsten Frühjahr steht die Fahrbahnerneuerung der freien Strecke bis zur Kreuzung mit der Welsleber- und Hohendorfer Straße auf dem Programm. Während der Erneuerung des Kreisverkehrs ist mit Einschränkungen zu rechnen. Es wird um Beachtung gebeten. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Steinstraße in Schönebeck. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen werden am 19. November 2020 von 7 bis 11 Uhr vorgenommen. Grund hierfür ist die Bereitstellung einer Betonpumpe für die dortigen Baumaßnahmen am Gebäude Ecke Bodengasse. Es wird um Beachtung, Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Die erste Frist für die Landratswahl im kommenden Jahr ist voraussichtlich der 28. Dezember 2020. An diesem Tag um 18 Uhr müssen alle Bewerber auf das Amt des Landrates im Salzlandkreis ihre Unterlagen eingereicht haben. Das haben die Mitglieder des Kreisausschusses bei einer Versammlung in Bernburg am Mittwoch beschlossen. Die Wahl für den Landrat findet am 24. Januar 2021 statt. Die Nachrichten wurden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Und bevor es hier mit Restaurants aus der Umgebung weitergeht, geben wir noch einmal ab in die Werbung. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Prose setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche:
frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1,30 Euro, Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 80 Cent, Wiener Würstchen 100 Gramm zu 90 Cent und geräucherte Bollwurst 100 Gramm zu 80 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy & Boch, Hutschenreuther und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuther sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie? Kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kilz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse begeistert seit vielen Jahren mit Qualität und Expertise. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Genießen Sie in der gemütlichen Imbissecke frisch vor Ort zubereitete Sojanka oder ein saftiges Schnitzel. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Das Ende vom Lockdown-Light ist immer noch nicht in Sicht. Wie die Restaurants aus Schönebeck nun mit dieser Situation umgehen, wir waren einmal mit der Kamera vor Ort. Der Lockdown-Light zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist auch für die Schönebecker Gastronomie alles andere als leicht. Mindestens den ganzen November über dürfen Restaurants keine Gäste mehr empfangen. Wie viele andere Wirte in der Region hat auch Geschäftsführer René Wölfer vom Schönebecker Lokalweltrat mit der Situation zu kämpfen. Also die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Ja. Ich sehe schon die medizinische und politische Notwendigkeit. Ich sehe auch, dass man etwas machen muss, weil die Fallzahlen steigen exorbitant. Das wird einfach auch in Sachsen-Anhalt weiter steigen. Aber das täuscht ja nicht über der Tatsache hinweg, dass wir einfach unendlich traurig sind. Ja. Wir haben so viel Anstrengung unternommen, haben so viel gedacht, haben so viel investiert. Haben den ersten Lockdown genutzt, um neue Konzepte zu entwickeln, die auch schon sofort gezündet sind. Und jetzt ist halt einfach von einem Tag auf den anderen einfach Ruhe. Und das ist traurig. Ohne Gäste können wir nicht agieren. Ohne Gäste kann ich kein Geld verdienen. Ohne Gäste kann ich das Antlitz, was wir hier haben, nicht nach draußen tragen. Und das ist es. Punkt. Viele Reservierungen und 2 Hochzeiten mussten nun für diesen Monat storniert werden. René Wölfer ärgert sich darüber, dass Restaurants und Kulturbetriebe schließen müssen, während etwa Baumärkte immer noch geöffnet haben. Und nachweislich ist es so, dass aus den Reihen der Restaurants und Kultureinrichtungen keinerlei Infektionsherde entstanden sind. Wir kriegen jetzt die Quittung für illegale Partys, unangemeldete Veranstaltungen, Veranstaltungen, auf denen die Abstandsregelungen und Hygieneregeln nicht eingehalten worden sind. Und da wird halt leider Gottes nicht durchgegriffen. Das ist schade, aber scheinbar ist es ja notwendig, um irgendwie ein Abflachen der Welle zu erreichen. Am vergangenen Wochenende sind vor dem Beginn des Lockdowns noch einmal zahlreiche Gäste in das Restaurant Weltrat gekommen. Viele von ihm hätten dem Team Mut zugesprochen und auch schon Tische für die nächsten Monate reserviert. Für den geschlossenen November hat sich Wölfer nun etwas einfallen lassen. Denn Not macht bekanntlich erfinderisch. Also auf unserer Internetseite kann man Gutscheine kaufen. Wir denken über einen Abholdienst, einen Abholservice nach. Das ist natürlich bei uns ein bisschen schwierig. Ja, wir sind kein klassisches Lieferrestaurant. Wir haben da gar nicht so großartig Technik und Mobiliar für. Aber da gibt es ein paar Überlegungen, die wir noch durchdenken. Und damit werden wir dann, wenn wir soweit sind, an den Start gehen. Das passiert in den nächsten Tagen. Inzwischen bezweifelt er, dass die Restaurants Anfang Dezember wirklich wieder öffnen dürfen. Zumindest, wenn Corona bis dahin nicht deutlich zurückgedrängt werden kann. Auch Tritan Chaka, der zusammen mit seiner Frau Christina Oetterer das griechische Restaurant Athos in Bad Salzelm führt, glaubt nicht so richtig an eine Wiedereröffnung im nächsten Monat. Ich bin ein großer Skeptiker, weil die wissen ganz genau, dass im Dezember die Weihnachtsfeiern fangen. Und ich glaube nicht, dass die im Dezember noch eröffnen. Weil die wissen, in Weihnachtsfeiern ist es normal, dass man ein bisschen mehr feiert und sowas. Und ich glaube nicht daran, dass sie im Dezember noch offen machen dürfen. Den erneuten Lockdown sieht der Grieche allerdings mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite müsse schon etwas gegen Corona getan werden. Aber ob das jetzt wir uns ja so ein Hotspot sind, das kann man jetzt bestreiten. Aber naja, die Regeln von oben sind gemacht. Und wir müssen das akzeptieren, wir müssen aber eigentlich das Beste rausmachen. Das ist die einzige Sache, was noch dazu bleibt. Schließlich habe er ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet und umgesetzt. Auch seine Gäste hätten verständnisvoll reagiert und sich an die üblichen Hygieneregeln gehalten. Ehefrau Christina Oetterer macht sich mittlerweile Sorgen um die Zukunft. Die Kinder freuen sich, wir haben ein bisschen mehr Zeit, sagen wir es so. Aber was kommt? Steht ein Fragezeichen und das macht uns schon ein bisschen Angst. Ja. Aber ich glaube nicht, dass im Dezember, wenn die im Dezember aufmachen,
Das kann sein wirklich, dass dann im Februar wieder alles zugemacht werden muss. Weil die Leute sind ja, wie gesagt, etwas unvernünftig und gerade in Weihnachtszeiten will man Familie sehen. Aufgeben kommt für den Griechen Chaka, der das Restaurant vor 1,5 Jahren gekauft hat, aber nicht in Frage. Wir werden durchbeißen, sagen wir so. Wir werden auch die Leute mit, so wie Familie, meine Mitarbeiter, das ist meine größte Angst, nicht, dass wir die verlieren. Weil danach ist es schwierig, jemanden zu finden. Dass man, weil das Team ist jetzt seit 1,5 Jahren hier und die sind alles miteinander eingespielt eigentlich. Spätestens im nächsten Jahr, so die Hoffnung der beiden, können sie dann wieder Gäste im Restaurant Athos begrüßen. Bis dahin wird ein Abhol- und Lieferservice angeboten. Dieses Konzept nutzen mittlerweile auch andere Gaststätten und Cafés in der Stadt, um nicht gänzlich die Türen geschlossen zu halten. Zum Beispiel liefert das argentinische Restaurant Los Gauchos im Stadtpark ab mittags nach Hause. Diese Möglichkeit wird von vielen Stammgästen und Feinschmeckern gern angenommen, um ihre Lieblingsrestaurants in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Zum Abschluss unserer Sendung präsentieren wir Ihnen natürlich wie immer die Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Unter anderem können Sie sich wieder über einen sonnigen Tag freuen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach einem bewölkten Start in die Woche heißen wir Sie recht herzlich willkommen zurück zu der Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Am Dienstag erwartet uns ein bedeckter Himmel, der sich über den Tag verteilt kaum auflockern wird. Die Temperaturen liegen dabei in der Früh bei 8 Grad und steigen auf maximal 10 Grad an. Der Mittwoch wird sonnig werden, doch bleibt relativ frisch. Die Temperaturen steigen jedoch zum Vortag an auf 9 bis 13 Grad. Am Donnerstag wird der Himmel wieder bedeckter bleiben und dazu wird es leichte Windböen geben. Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei 12 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen angenehmen Wochenstart. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nun, liebe Zuschauer, damit sind wir am Ende des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten am Mittwoch wieder ein. Mein Name ist Noah Wolf und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Wochenstart.